Ja, Ina, Glückwunsch zum Sieg. Das war ein bockstarker Start und dann hinten raus das cool runtergespielt. Wie fällt dein Fazit aus? Genau so. Nein, ich glaube, wir haben eine richtig gute Abwehr gespielt in der ersten Hälfte. Dann sind wir in unser Tempospiel gekommen, haben uns dann, ich glaube, phasenweise 7, 8 Tore rausgespielt. Wollten das dann eigentlich in der zweiten Hälfte genauso weiterspielen. Das ist uns dann nicht ganz so gelungen, aber im Großen und Ganzen mit einer starken Diener dann hinten drin. Und trotzdem haben wir es dann vorne ordentlich runtergespielt. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich gut gespielt. Ich meine, das Endergebnis ist immer noch super. Und klar haben wir dann ein bisschen mit angezogener Handbremse gefühlt gespielt, sind nicht ganz so das Tempo gegangen. In der Abwehr waren ein paar kleine Fehler dabei, aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein, haben 2 Punkte mehr auf dem Konto und ja, sind überglücklich. Dann jetzt viel Spaß. Ja, ich denke, wir haben eine super erste Halbzeit gespielt. Wir haben die Wege der Spanierin da sehr eingrenzen können, sind selber ins schnelle Spiel gekommen und haben einfache Tore machen können. Das war super. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen zu behäbig im Angriff gespielt, sind nicht mehr ganz zu so leichten Toren gekommen und es haben viele leichte Fehler gemacht, was die Spanierinnen dann bestraft haben. Aber ich denke, prinzipiell hat man heute gesehen, dass wir einfach viel Freude an dem Ganzen haben, hier dabei sein zu können, hier spielen zu dürfen. Wir kämpfen bis zum Ende und ich glaube, das zeichnet uns aus und das macht auch so viel Spaß. Vielen Dank.